Liebe Bettburgerin, liebe Bettburger, heute ist der 9. November 2020 und hier kommt das tägliche Update. Die Zahl des Tages für die Stadt Bettburg ist die 53. Damit sind heute wieder 5 Personen mehr mit Covid-19 infiziert als am gestrigen Tag. Unsere 7-Tage-Inzidenz liegt bei 160. Auch kreisweit steigen die Zahlen heute, wie eigentlich überall in Deutschland aktuell. Hier auf Facebook, aber auch in zahlreichen Mails und Anfragen, die ich bekomme, werden Fragen gestellt. Und ich kann das verstehen, dass es die Fragen gibt. Sind die Maßnahmen aktuell angemessen? Sind die Einschränkungen nicht zu groß? Was ist uns, sind unsere freiheitlichen Grundrechte wert? Und so weiter und so weiter. Ich habe das zwar schon gefühlte 100 Mal gesagt, ich sage das aber nochmal. Ja, ich denke, in einer Gesellschaft, in einem Wohlfahrtsstaat, in dem es auch darum geht, dass wir als Gesellschaft aufeinander Acht geben, ist es richtig, dass dann, wenn viele Menschen gefährdet sind, und wenn ich sage viele, dann meine ich aktuell 40% der Bevölkerung in unserem Land gelten als potenziell gefährdet, in Sachen Covid-19, dann ist es es wert, wenn wir uns temporär für eine gewisse Zeit etwas zurückhalten, uns einschränken. Im Moment vornehmlich im privaten Bereich und in dem Bereich sozusagen, der was für uns zwar mit Lebensqualität und Lebensgefühl zu tun hat, also bei Freizeitveranstaltungen, Konzerten, in der Kunst, im Museum, in der Gastronomie, bei Reisen und so weiter, der uns aber ermöglicht, weiterhin am wirtschaftlichen Leben teilzuhaben, und der vor allem auch ermöglicht, dass Bildungseinrichtungen grundsätzlich geöffnet bleiben. In Bedburg haben wir im Moment den Fall, dass ich heute verfügt habe, dass wir eine Kita bis Freitag aus dem System rausnehmen. Das heißt, die Kinder zu Hause belassen, die Kita schließen. In Absprache mit dem Träger und auch mit dem Landschaftsverband Rheinland. Was passiert? Das Kreisgesundheitsamt ist aktuell tatsächlich in einer so angespannten Lage, dass man einige Zeit braucht, um gerade wenn dann mehrere Fälle reinkommen, weil eine öffentliche Einrichtung betroffen ist, sich zu sortieren, Entscheidungen zu treffen. Wer muss in Quarantäne? Wie lange? Wo müssen vielleicht Tests angeordnet werden? Um das zu ermöglichen, braucht man manchmal Zeit. Und darum geht es letztlich in der gesamten Geschichte, die wir hier gerade versuchen, irgendwie durchzuziehen. Wir müssen Zeit gewinnen. Wir müssen Zeit gewinnen, damit Tests wieder schneller vonstatten gehen, damit die Labore Zeit haben, die vielfältigen Tests auch irgendwie abzuarbeiten, die Ergebnisse dann rückzuspiegeln und von dort aus dann wiederum Entscheidungen zu treffen, wer oder wie in welchem Umfang Maßnahmen angeordnet werden müssen. Es geht immer darum, Zeit zu gewinnen. Hinter jeder Zahl, die ich hier jeden Abend postuliere, also zum Beispiel hinter der Zahl 53, stecken 53 wahrscheinlich sehr unterschiedliche Krankheitsverläufe. Es gibt Verläufe, die laufen komplett asymptomatisch. Die Leute werden zufällig dann irgendwie entdeckt und man sieht, oh, die haben eine Covid-19-Infektion. Die Leute sind aber völlig symptomfrei. Wir haben Verläufe, die ähneln einer normalen Erkältung bis hin zu einer schweren Grippe. Und wir haben auch Verläufe, die tatsächlich deutlich krasser sind, die am Ende dann nach einer gewissen Zeit sogar mit künstlicher Beatmung einhergehen, weil die Menschen einfach keine Luft bekommen. Wir haben in den letzten Monaten auch zahlreiche Fälle erlebt, wo die Menschen heute noch daran arbeiten, in die Normalität vor der Covid-19-Erkrankung zurückzufinden. Und ich denke, dass es sich dafür lohnt, sich eine gewisse Zeit lang einzuschränken, das dann hinzunehmen. Vielleicht, wenn damit verbunden ist, auch leider Gottes den Arbeitsalltag einmal umzustellen oder das Lernverhalten umzustellen und so weiter. Ich hatte heute Besuch von 2 Schülersprechern unserer Realschule, von Emily und Edgar. Und auch mit ihnen habe ich über das Thema Masken gesprochen, Distanzlernen und wie sie damit klarkommen, ob das ein Problem ist. Und die beiden bestätigten mir letztlich, dass ein wirklicher Großteil der Schüler, um nicht zu sagen fast alle, mit den Maßnahmen mittlerweile gut umgehen können, damit gelernt haben zu leben, damit gelernt haben zu lernen. Dass es aber natürlich auch einen Teil gibt in der Schülerschaft, die es vielleicht nicht gut finden und sich auch dagegen auflehnen und das mit freiheitlichen Rechten begründen. Ich kann verstehen, dass es diese Diskussion gibt.
Ich habe aber auch gehört, dass diese Schülerinnen und Schüler vernünftig sind, wenn dann eine Anordnung eben kommt, dass es eine allgemeine Maskenpflicht gibt, der auch Folge leisten. Dafür herzlichen Dank. Am Ende kommt es jetzt darauf an, dass wir uns für einen gewissen Zeitraum alle an die Regeln halten. Und wenn wir das schaffen, uns alle ein bisschen zurückzunehmen, dann werden wir auch in Kürze hoffentlich wieder zu einem Szenario kommen, das es für uns alle leichter macht. Bis dahin heißt es, Verzicht üben in einigen Teilbereichen. Wirtschaftlich soll das Ganze gut abgefedert werden. Auch da wird es zu Schwierigkeiten kommen. Auch da werden Dinge erstmal nicht funktionieren. Und da kann ich immer nur appellieren, wir machen das auch, dass wir mit denjenigen, mit denen wir geschäftlich verbandelt sind, versuchen immer kreative Lösungen zu finden. Kreativ heißt hier nicht illegal, sondern kreativ heißt einfach menschliche Lösungen, wie wir in dieser Situation miteinander umgehen. Zum Beispiel machen wir das im Moment auch, um mit einem Geschäftspartner wie Montemare klarzukommen, das zweite Mal davon betroffen, einfach einen Betrieb komplett schließen zu müssen. Dahinter hängen Arbeitsplätze, dahinter hängen wirtschaftliche Existenzen und wir müssen eine Regelung finden und die haben wir auch gefunden. Und ich denke, dass das in vielen Bereichen aktuell auch funktioniert. Ich hoffe, dass Sie meinen etwas ausführlichen Appell mir heute nicht übel nehmen, aber so manche Diskussion in den sozialen Netzwerken, auch manchmal unter meinen Posts, hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und dazu gebracht, das nochmal so in dieser Form auszuführen, neben den Standardposts sozusagen, die es jeden Abend gibt. Heute ist aber vielleicht auch grundsätzlich ein Tag, wo ich ein bisschen nachdenklicher bin, denn heute ist der 9. November. In der deutschen Geschichte ein Tag, wo Freud und Leid auf ganz unterschiedliche Art zusammenkommen. Freud, weil der 9. November natürlich auch dafür steht, dass wir wiedervereinigt wurden, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind und am Ende letztlich eine Mauer friedlich zum Einsturz gebracht haben. Das werden wir immer positiv in Erinnerung behalten. Der 9. November 1938, also vor 82 Jahren, ist allerdings ein Tag, der sich auf negative Art und Weise in unser Hirn eingebrannt hat. In der Nacht vom 9. auf den 10. November sind damals viele jüdische Mitbürger getötet, verfolgt, enteignet worden. Auch die Stadt Bedburg hat eine lange jüdische Geschichte. Es ist nicht damit getan, dass wir Stolpersteine polieren einmal im Jahr, auch wenn das eine gute Aktion ist. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Abend, diese Nacht, sich niemals mehr wiederholt. Unsere Generation ist nicht dafür verantwortlich, dass die Pogromnacht passiert ist, dass damals nicht irgendwelche SS- oder SA-Schergen in die Stadt gefallen sind und die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus unserer Mitte heraus enteignet oder vielleicht sogar verletzt oder getötet haben. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass es nicht nochmal passiert. Denn damals waren es Menschen aus der Mitte unserer Stadt, die sich ja, einer Bewegung angeschlossen haben, die am Ende absolut menschenverachtend war und die nur zum Ziel hatte, eigene Macht zu mehren, und alles, was anders ist, zu unterdrücken. Und da dürfen wir nie wieder hinkommen. Und deswegen sollten wir auch heute Abend, am 9. November 2020, an diesen Abend vor 82 Jahren zurückdenken und alle daran arbeiten, dass sowas nie wieder passiert, dass Hass, Rassismus und Religionsfeindlichkeit, also alles, was gegen ein gutes kulturelles, interkulturelles und interkonfessionelles Zusammenleben strebt, nochmal an Einfluss gewinnt, vor allem nicht in unserem Land. Der Gruß des Tages, der geht heute an die beiden Schülersprecherinnen und Schülersprecher der Realschule, die mich besucht haben, an Emily und Edgar, mit denen ich über Politik diskutiert habe, mit denen ich darüber gesprochen habe, warum es sich auch heute noch lohnt, sich für andere Menschen einzusetzen, auch auf kommunaler Ebene. Seid gegrüßt, ihr habt mir heute Mut gemacht, dass da eine junge Generation kommt, die Lust hat auf Politik, die Lust hat, sich einzusetzen, die Lust hat, vor allem mitzubestimmen. Und daran werden wir in den nächsten 5 Jahren gemeinsam arbeiten. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, achten Sie auf Ihre Nachbarn, vor allem bleiben Sie gesund und, kleiner Zusatz, diese Woche ist ja die Martinswoche. Und es gibt zahlreiche Aktionen, mit denen wir die St. Martinszüge ersetzen wollen. Eine davon ist, bringen Sie Ihre Fenster zum Leuchten. Ich habe schon viele Bilder gesehen. Wir haben uns schon angeschlossen. Bei uns gibt es ein kleines Dorf, das beleuchtet ist im Fensterchen zu sehen. Und eine Laterne, die auch im Fenster hängt, natürlich.
Würde mich freuen, wenn das viele nachmachen und unsere Stadt einfach in den nächsten Tagen schön leuchtet. Das ist ein Symbol der Mitmenschlichkeit und auch ein Symbol dafür, dass wir uns in diesen Zeiten nicht vergessen. Bis morgen. Tschüss.